Wie schön, dass du dabei bist. Und heute nehme ich dich mit auf eine ganz besondere Reise. Und zwar von Lissabon über Ibiza. Von da aus besuchen wir gemeinsam den Botanischen Garten und, wie ich finde, fantastische ökologische Neuerungen, die es da zu bestaunen gibt. Und ich nehme dich auch mit in mein schönes Hotel. Ich verlinke dir natürlich alles in der Videobeschreibung. Und das ist ein sehr, sehr schönes Hotel. Das ist eine alte Farm und da sind so kleine Häuschen gebaut worden. Und man hat da so ein Mini-Bungalow mit Blick ins Grüne. Und ich habe einen ganz tollen Johannesbrotbaum direkt bei mir vor meinem Apartment und genieße es jetzt hier, so die kreativen Dinge ein bisschen wieder aufzufrischen. Ich bin hier mit 4 Freundinnen und wir haben uns gesagt, komm, wir nehmen uns mal eine Auszeit und geben uns mal der Kreativität hin. Und der Garten ist wunderschön, was hier so rot blüht, das ist der Salbei. Und mit Cortenstahl wurden diese Hochbeete angelegt, was ich toll finde, weil es diesem weitläufigen Gelände eine sehr, sehr schöne Struktur gibt. Und dann, wenn dann so ein Feld voll mit roten Blüten ist, das macht dann schon was her. Es blüht jetzt auch gerade der Palisanderbaum mit diesen violettfarbenen Blüten. Das duftet herrlich. Und ich habe hier meine beste Kakao-Anwendung bekommen in diesem Spa-Bereich von einer mexikanischen Schamanin. Das war echt der Hammer. 2 Stunden. Ich war nicht mehr in dieser Welt und wir haben uns zusammengefunden. Meine Freundin und ich haben gemalt mit Aquarell, haben uns da inspirieren lassen, haben einfach mal die Seele baumeln lassen und uns von diesen ganzen Formen und Farben einfach mal kreativ inspirieren lassen. Und so kreativ wie die Umgebung ist, ist auch das Essen fantastisch. Alles Gemüse- und fruchtlastig, sehr gesund, sehr reduziert, schon fast asiatisch, würde ich mal sagen. Eine tolle Terrasse, auf der man frühstücken kann, Abend essen kann. Das Restaurant heißt auch Salbei. Aber natürlich kommt man nach Ibiza unter anderem auch nicht nur des guten Essens wegen, sondern natürlich wegen der Sonnenuntergänge. Die sind hier fantastisch. Und wenn man in Ibiza Stadt ist, dann sieht man auch, dass das eine wirklich gelebte Stadt ist mit Tradition und schönen Eindrücken. Weil wenn man an Ibiza denkt, da denkt man immer nur an die Partymeile und irgendwie Disco-Musik und Hausmusik. Und man sieht aber doch, dass Ibiza auch eine ganz, ganz andere Seite anbietet, was ich persönlich sehr schön finde. Ja, und das Essen, was es hier gibt, das ist halt alles sehr modern, sehr reduziert, alles ökologisch, alles sustainable. Und hier sind wir auch schon vom Botanischen Garten in Ibiza. Der ist erst seit 2 Jahren eröffnet, ist also noch ein junger Botanischer Garten. Und hier gibt es wirklich einiges zu entdecken. Das Besondere an diesem Garten ist, dass bei der Anmeldung man eine Führung gleich mit inklusive hat. Das heißt, man bekommt jemanden zur Seite gestellt, der einem diese ganzen Dinge hier erklärt, wie zum Beispiel eine Fermentiermaschine, in der sich Mikroalgen befinden. Und diese Fermentierung von Wasser und Mikroalgen bewirkt in dieser kleinen Maschine, dass damit so viel Sauerstoff erzeugt wird, wie 100 Bäume erwirtschaften. Das heißt, mit ganz wenig baulichem Aufwand wurde diese Maschine entwickelt und steht jetzt da zur Ansicht. Und man kann also auch der Umwelt was Gutes tun, nicht nur mit Bäumen, auch mit Algen. Hier gibt es auch sehr schöne Pflanzen zu entdecken, wie beispielsweise dieser Seemohn, andere Raritäten. Und ich bin immer auf der Suche nach Saatgut, egal wo ich bin. Ich habe immer so ein Säckchen dabei, vielleicht kennst du das, und gucke immer, wo ich irgendwas erhaschen kann, um es zu Hause auszuprobieren. Also, you can eat it because it's edible. In Mallorca, they put in vinegar and they're served with the olive oils. Also, they say they are very rich on vitamin C. Very rich on vitamin C. For me, when I eat, it tastes like carrot. It tastes like carrot. I don't know. It's funny.
Ursprünglich wollten wir gar keine Führung haben, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden und Toni hat wirklich sein Bestes gegeben. Ein sehr charmanter Kubaner und uns ganz viel beigebracht hat, ganz viel erklärt hat, unermüdlich durch den ganzen Park geführt hat. Es war echt ein Erlebnis. Das ist die Salinas. Yes, this is a replica of a Salina. Down there. This is only looks like the pretend to be the ocean. Yeah. And that's the Salina. It's a replica of the Salinas we have. And she looked like the chef of the Salinas. Yeah. So fish. Cute. Ja, und das ist eigentlich schon verrückt, wenn man sich dann auch mal bewusst wird, dass Salz aus Wasser gewonnen wird, indem Salzwasser abgetrocknet wird in großen Becken und dann zurückbleibt das Salz. Und das Ibiza-Salz ist nach wie vor weltweit wirklich ein Brand und ein wichtiger Faktor auch für die Wirtschaft auf Ibiza. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist ein Projekt, wie aus der Umgebungsluft das Kondensatwasser filtriert wird. Alles Gute bleibt drin, alles was schlecht ist, kommt raus und damit ein Trinkwasser in höchster Güte hergestellt wird. Light is gonna be this much more bigger. This is the name of the company who produced it. It's a Spanish company, Texmicron. And well, this is more, it cutted more water, it produced more water. But this is off now, so only that one is on. Uh-huh. And to make it more sustainable, this is connected with the solar panels we have on top of the roof at the reception. Und dieses Trinkwasser aus der Umgebungsluft kann man im Botanischen Garten verköstigen. Es ist ein super tolles Wasser, also es war sehr wohlschmeckend. Und im Gegensatz zu einer Meerentsalzungsanlage oder zu einem Osmosewasser ist dieses Sky of Ibiza Projekt ein ganz lebendiges, super tolles Wasser. Aber der Erfinder dieses Wassers aus dem Himmel hat nicht nur diese Erfindung gemacht, sondern viele andere, wie uns Toni auch erklärt. Zum Beispiel eine Biobatterie. Da wird also mit Fermentation, mit Mikroorganismen in der Erde, wird im Grunde genommen Strom erzeugt. Also auch eine ganz verrückte, tolle Erfindung. Protons and electrons. And these protons and electrons, they feel attracted by the anode and the cathode, the plus and minus, the polos. Yes. Yeah. And that produces a small amount of electricity, who basically start storage there, and it's good. Not enough voltage to charge a phone or to put a refrigerator, but to put a lights, LED lights on the garden to make the... Right now, we have another example, is with this battery sensors, the electricity this produce is enough for these sensors work with the, for the irrigation to the plants. And that is something still growing right now. This is made by Biotech, that's the website. Biotech.com, www.biotech.com, by a guy named Pablo Idiarte. He's a person only 28, 29 years old, and he's one of the most brilliant minds right now in Spain and international. Und hier gibt es das erste Pflanzpiano der Welt. Hier wird gezeigt, wie man mit Pflanzen Töne erzeugen kann und damit Musik machen kann. Und es ist doch verrückt, dass man sich bewusst macht, dass wir aus Energie bestehen, Menschen und Pflanzen. We normally have to say, I gonna explain you why they're playing sometimes by themselves. So in a wave, on a graphic, let's say in waves, the frequencies, the plants have a frequency like this. We have a different frequency. When we touch them, they try to equalize the frequencies. And then the frequencies that is captured by perceptors inside these tubes, and this perceptors are connected with the computer, and the computer decide what to do with this. So here, it plays as a piano key, but it could be as the light, switching off and on a light, as we saw in the cafeteria. It could be open and close a door. Different applications you can do with this. The computer decide what to do, but well, how I say, the captured frequencies. Sometimes he play by himself because Pablo explained to us, this is the plants captured a different frequency on there,
Okay. Okay, also das schönste Lied wurde es gerade nicht erzeugt mit meiner Musik, mit den Pflanzen, aber es ist schon toll, sich bewusst zu machen, dass jede Pflanze eine Schwingung hat und wir auch und wir mit allem verbunden sind. Aber jetzt nehme ich dich mit in ein wunderschönes Farm-to-Table-Restaurant, das heißt Aubergine. Und ja, das gibt es natürlich einige auf Ibiza und was ich so schön finde ist, dass dann immer so ein Gesamtkonzept entsteht. Also da gibt es dann meistens eine kleine Boutique dabei, es gibt schöne Souvenirs zu kaufen, immer sehr viele Pflanzen, alles sehr schön dargeboten und ja, empfehlenswert, wie überall ist immer einen Tisch zu reservieren, weil man wundert sich, das sind dann so ganz versteckte Orte, die man eigentlich gar nicht auf Anhieb findet, nur auf Empfehlung und dann ist dann immer alles ausreserviert. Also hier gab es auch einen wunderschönen Sonnenuntergang und fantastisches Essen, sehr viel auch wieder Obst, Gemüse lastig, mediterrane Küche, ganz reich, verfeinert, sehr viel Gegrilltes und da kann man es einfach gut gehen lassen. Ich habe dann nochmal ja, das Meer genossen und die letzte Stimmung auch nochmal aufgenommen nach ein paar Tagen Ibiza. Da gab es wirklich viel zu sehen, viel zu entdecken, viel Inspiration, viele tolle Brands, die da entstehen, viele kreative Menschen und das spürt man einfach dieser Inselenergie auch an, dass hier so viel entsteht und natürlich das Licht ist das Besondere an dieser Insel und das ganze Feeling. In Deutschland war die ganze Zeit schlechtes Wetter, es hat nur geregnet und dann ist man immer so, oder ich bin so ein bisschen angespannt, weil ich jetzt nicht weiß, was mich erwartet. Also durch den vielen Regen weiß ich jetzt schon, es erwartet mich ein Dschungel. Ich hoffe, die Schnecken haben noch einiges stehen lassen und ich bin gespannt, was sich jetzt in 11 Tagen alles entwickelt hat und ich nehme dich jetzt mal mit auf einen kleinen Gartenrundgang. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Ich drehe jetzt gleich mal die Kamera um. Moment, ich drehe dich mal um hier. Tada! Also hier sieht man, so viel hat es geregnet. Die Schubkarre ist gefüllt und ich habe hier meine ganzen Behältnisse, wo ich meine Anzuchtstation drin hatte. Hier sieht man schon, die ersten Erdbeerchen sind auch rot. Und der Zitronenbaum, der ist hier ganz schön gewachsen in der Zeit. Schöne neue Blätter bekommen, die schon mal toll. Also sehr viel Wasser. Und was mich natürlich interessiert, ist, was macht eigentlich mein Schnittblumenfeld? Und hier sieht man die Wicken. Die haben sich schon ganz schön entwickelt hier. Die kommen so langsam. Der Salbei, der Sommersalbei ist auch sehr schön angewachsen hier. Das hier sind Ziertabakpflanzen, die bekommen auch schon die ersten Blüten. Die haben es auch gut überlebt hier. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vor 12 Tagen habe ich noch mit meiner Schneckenmethode, so nenne ich die, in Müllbeutel mit etwas Erde ein paar Bohnen reingesteckt oben. Und wollte ein bisschen vorziehen, dass wenn ich zurückkomme, dass ich schon kleine Jungpflanzen habe. Und jetzt guckt er das an, wie kräftig sich diese Bohnenpflanzen entwickelt haben und wie lang die Triebe geworden sind. Und ich ziehe meistens vor, viele fragen, weshalb steckst du die Bohne nicht in die Erde? Die kommt ja auch so. Und meine Erfahrung ist eben, dass mir meine Schnecken alles wegfressen. Und deswegen ziehe ich meistens alle schon ein bisschen vor, dass ich dann mehr Erfolgsquote habe. Und was auch richtig toll ist, meine ersten
Himbeeren. Der Regen, der hat jetzt leider die meisten meiner Blüten, meiner geliebten Pfingstrosen, kaputt gemacht. Das heißt, die Blüten sind braun und sind ganz schwer und hängen am Boden. Und dieser Strauch hier, der ist auch voller Blüten. Auch die sind ganz schwer und die rette ich jetzt und mache einen riesen Strauß. Also ein Strauß Pfingstrosen ist ein Blumenstrauß und die duften herrlich. Oh, muss entschuldigen, wenn ich immer sage, die duften herrlich, weil es ist wirklich so, dass die herrlich duften. Und die Farben der Pfingstrosen liebe ich auch über alles. Ich möchte jetzt hier das Kochbuch vorstellen von dem Farm-to-Table-Restaurant Aubergine, was ich dir vorhin gezeigt habe im Video. Und da gibt es ein sehr schön illustriertes Kochbuch. Und zwar alle Rezepte, die du auf der Karte findest, finden sich hier in diesem Kochbuch wieder. Und ich finde es so super gemacht, weil du siehst die einzelnen Zutaten, das fertige Gericht. Es ist auf Spanisch und Englisch geschrieben. Und man kann sich wirklich ganz toll schon nur dank der Illustration in das Gericht hineindenken. Also wenn man schon sieht, wie die Kombi ist, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie das fertige Gericht dann auch schmeckt. Und ich war von dieser Küche vom Aubergine restlos begeistert. Das war genau mein Geschmack. So dieses frische, knackige, auch immer so ein bisschen eine Süße dazu. Und deswegen habe ich gedacht, ich schneide mir jetzt ein bisschen von meinem frischen Rucola. Ich gucke mal, was jetzt so im Garten gerade aktuell noch da ist für einen Salat. Es sind zwar noch keine Tomaten und Auberginen reif, aber zumindest schon mal alles, was grün ist, kann man schon abernten. Und was auch oft im Auberginen verwendet ist für die Getränke, aber auch für die Speisen, ist Minze. Das ist ja so klassisch mediterran, dass auch sehr viel mit Minze gearbeitet wird. Auch zum Beispiel Aprikosen dann mit Salzig, wie mit Tomaten, Auberginen, dann mit Zitronen verfeinert. Hier habe ich so eine Mini-Zitrone, die ist aber reif, die nehme ich auch noch mit. Und jetzt schwelge ich einfach noch mal meiner Urlaubserinnerung an Lissabon. Auch hier haben die Palisanderbäume geblüht und diese Glockenblumen, die sind wunderbar anzuschauen. Die ganzen Bäume sind violett und auch die Straßen sind bedeckt. Und ich habe hier auch so ein tolles Stadthotel, in das ich immer komme. Ich war schon so oft in Lissabon und mittlerweile fühle ich mich hier auch schon wie zu Hause, bekomme dann immer so ganz süße Willkommenskärtchen, dass ich zum Welcome Back Gruß. Und was ich an Lissabon halt auch so schön finde, ist, dass du in der Stadt bist und du hast einfach zu deinen Füßen alles an Kunst, an Kultur, an Ästhetik, an Schönheit. Also Lissabon ist eine traumhaft schöne Stadt. Das ist jetzt die Morgenstimmung aus meinem Lieblingshotel in Lissabon. Und wenn da die Sonne aufgeht am Horizont, dann kann man die Welt um sich herum wirklich vergessen und einfach nur genießen. Und dafür steht Lissabon. Für Farbe, für Freude, für Genuss, für Keramik. Also überall finden sich wunderschöne Keramikarbeiten, sowohl Teller als auch Keramikfliesen, Keramikinstallationen. Und in diesem Restaurant habe ich ein tolles neues Restaurant für mich entdeckt, hinter einer versteckten Türe. Es heißt Minibar, ist fensterlos in einem alten Gewölbe. Und hier gibt es so eine Art Molekularküche. Wir haben fantastisch hier gespeist, sehr außergewöhnlich. Ich bin eigentlich nicht so der Molekulartyp, würde ich mal sagen, aber ich muss sagen, hier hat man wirklich noch ganz viel von den Speisen mitbekommen, was war es ist, und das war einfach nur hochgradig genussvoll. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich habe dir ein bisschen Freude bereitet auf meiner Reise. Mich würde es mal interessieren, wie du dich auch für deinen Garten bei deinen Reisen inspirieren lässt, wo du jetzt vielleicht gerade warst oder hingehst, was du planst. Und sehr gerne freue ich mich über einen Kommentar, über ein Abonnement, über ein Like. Und vielleicht möchtest du mich weiterempfehlen. Bis nächste Woche.